an huet sein Doktorat iwwer d'wëll Schwein heiz Lützebusch geschriwen, ganz bekannt Thees, die do geschriwen huet. Und auch an dem Bereich vun de Mamen, deren er sagt, aktiv, huet do eng Reihe Publikationen scho geschriwen. Er hat 2007 bis 2013 am Umweltministerium geschafft. An Zinter 2013 schaffte bei der Naturbürgerwaltung. An du hast Zinter letztem Jahr Chef vom Service de la Nature. Das an seiner Freizeit Collaborateur Scientifique vom Naturmuseum. An Zinter 2007 Membre am Komitee von der SNL. Wie mir gesagt hat, ja, schaffe schon ganz lange mit meinem Naturalist. Seit 2017 das hat du auch aktiv an, so schon nimmen, maybe etwas wie 2000 Observationen, 708 an 1600 Identifikationen schon mit der App gemäht. Also, das sind schon groß Zahlen, wo Sandra eben auch schon ganz viel Erfahrung mit der App hat. Ja, der Paul Braun hat zu Berlin geologische Wissenschaften mit der Spezialisierung auf Paläontologie studiert. An hat sein Masterarbeit über ein bisschen anderes Thema, was wir an enger von unserer nächsten Vierträge auch hier über Pleistozän Ostrakode geschrieben. Er hat als Student und auch später als zeitweise Masterarbeit am Naturmuseum geschafft, an der Paläontologie. An das tun seit 2018 lo Digital Curator am Naturmuseum, an du eben responsabel für Digitalisierungen von den Sammlungen. Seit 2017 ist auch der Pol am iNatural aktiv und hat da schon über 5000 Beobachtungen. Das ist schon, wie den Novent, wie der Patrick schon so, rekordverdächtig ist den Novent, so viel Leid, mir auch die Beobachtung. Also da das schon so ein bisschen, wen hat die meisten Observationen? Also das ist ganz spannend, das gibt mir eigentlich auch einen Kitzel für du eben weiterzumachen. Auch der Pol als Member von der SNL. Und ich sage euch beiden, Sandra Pol, schon mal vielmals merci, dass ihr bereit seid, Novent Eis über die App zu informieren und Eis ganz interaktiv eben Novent matt zu holen. Und dann gebe ich auch das Wort und den Pol-Login, dem Englisch aufhängt. Oder Sandra, ich weiß nicht, Sandra, ich starte eine Präsentation und dann darf Sandra aufhören können. Okay. Ich hoffe, das klappt. Ihr seht alles. Ja, also mal. Jana, hoffentlich auch. Mal schönen guten Abend. Merci, Simone. Merci, Patrick, für eure technisch-logistische Unterstützung und natürlich auch die Möglichkeit, dass wir das hier überhaupt zu machen. Wir haben an der SNL geschwärt, was können denn die Leute so weisen. Und das heute war etwas Schiederin, also Schiederin. Viele Leute nutzen es schon. Und es gibt immer kleine Diskussionen drüber. Und heute gibt es noch einen kleinen Tipp und einen kleinen Trick. Und dafür fand ich ein gutes Thema. Und heute sind wir, wie gesagt, in der Pole, sehr von der Rekordverdächtigen. Und dafür ist hier eigentlich der ideale Mensch für verschiedene Sachen heute zu weisen. Voilà, also wir fangen ganz einfach und Naturalisten an, die wissen ja, was eine Observation von der Biodiversität. Das ist einfach, muss ich wissen, wen da sitzt, für das ich kann nachfragen, wer da gesehen hat, wer da gemeint hat. Das heißt, ihr braucht einen Account und dann kann ich ihn erst über den Account kontaktieren. Das könnt ihr in eine Fantasie umholen oder eine richtige Nummer, das ist wieder Friedrich gerne hat. Das ist just wichtig, dass ihn aber immer den Observateur nur enger Observation kann kontaktieren, wenn ihn anderen interessierten Mensch nur eng froh hat. Natürlich muss ich wissen, wo es gesehen ist, auf wen es gesehen ist, weil, voilà, wenn ich nur Paperlick gesehen habe, dann habe ich Paperlick gesehen. Aber okay, wie es wo oder wie nie, dann ist die Donne natürlich nicht wert. Und dann ist natürlich auch, was ich gesehen habe. Das ist nicht immer so einfach. Also, der den, dass ich so schon eine Paperlick gesehen habe. Und der andere hat also aber heute Beispiel von Monarch, schon eine Monarch gesehen. Und dann muss den natürlich identifiziert gehen. Und dafür ist es ein Naturalist ein bisschen anders, dass für einen anderen Appen oder einen anderen Systemer, du musst ich schon eine Prüf bringen, wer die gesehen hat, weil die eine große Reso ist. Und dann machst du mit einem Foto oder mit dem Abholen von einem Ton, aber da kommen wir noch drauf. Oh, pardon. Das soll natürlich nicht passieren.
Das normal. Ja, komm schon wieder zurück. Ja, ich kann einfach ein bisschen weiterfahren. Mein nächstes Slide. Ah, hi. Paul ist schon. Also, so. Ein technisch Genie, der Paul. Also, was ist denn ein Naturalist? Es ist ein Rezo, mit das aber noch nicht wirklich Facebook oder schieß nicht was. Das ist wirklich etwas, wo ich mitteilen werde, ich an der Natur gesehen habe. Also, stehlen. Meine Observationen von der Biodiversität macht und ich helfe von denen anderen für es zu bestimmen. Und also denen, dass ich stehlen sie und dann, dass ich helfe mit. Wie kann du machen, man mehr drehen? Weil das nicht, muss ich nicht Spezialist sein, für ein Margretchen zu bestimmen. Du siehst Simone, ein Margretchen, das sind immer ein Margretchen, die viel verschiedener. Ein Foto davon machen, ein anständiges und dann, ich war auf einem Platz, ich war da, schon habe es beobachtet und ich habe dann Mod gedeelt. Das kann eigentlich jederin, den ein Fotoapparat hat und am besten noch einen digitalen, den dann direkt schon sieht, wo er wie er wird und heute ist das, den jederin, den ein Smartphone hat, kann du wirklich Mod machen. Und dann eben helfen, zu identifizieren kann ihn, es kann ihn helfen, zu übersetzen, es gibt ein Wiki von der Übersetzung, es kann ihn ganz viel sich dran investieren, also die Kinder denken, ich 24 Stunden da zu schaffen und wäre nicht fertig mehr. Das sind eben zu viel, das Crowd, das ist die Citizen Science, den Mod spielt. Voilà, also es ist ein open, globales Netzwerk und wie ihr heute gesehen habt, gibt es regional, es sind ziemlich große Regionen, es gibt regional Gruppen, also wie ihr gesehen habt, iNaturalist.ca ist die kanadischen, .ec ist den ecuadorianischen, da gibt es den australischen, den neuseeländischen und so weiter, den argentinischen und so weiter und so fort. Und, aber nee, du greifst schon nicht viel, das kann der Polier erzählen. Das 2008 gestartet ging und es geht auch über Dauern supportiert, respektive über die national oder regional Notes, da geht es dann finanziert. Da sind noch Zöllen, also 55 Millionen, über 55 Millionen Observationen, ich meine, im Pol, da sind Zöllen von letzter Woche, da werden der Rampur beikommen genau. Sehen. Über 300.000 Arten, 170.000 Leute, die helfen zu identifizieren und bei 1,5 Millionen Observateuren. Also es sind ganz viele Leute, die mitmachen und wie man gesehen, den Kurve geht nach oben. Wir haben die Kurven, die nach oben gehen, nicht alle gut am Moment, die Menschen gehen, aber die haben es aber gut. Also weltweit, ja, voilà, das ist immer unser Abgang, voilà. Ja. Voilà. Und dann, was, heute sieht da so ein Beispiel von einer Observation, also das tut in der Pol, ich weiß, der ist da noch genau, wie das am Handy läuft, als mir das tut, also ich sehe so Screenshot vom Ekran, den ich dann am Smartphone hört, auf der App. Das sind heute Observationen, nur dann der linke Fenster schön. Also das ist ein Screenshot und damit seht ihr, dass ich da genau auf die Observation klicken und da seht ihr, oh, hier wird ein Düschelpickertchen, observiert und jetzt seht ihr auch, dass da schon lauter Leute konfirmiert tun, dass ihr Quart davon seid und so weiter. Das heißt, dass du sowohl an der App jetzt als das von der Desktop-Version wo ich kann noch mehr Details dabei setzen, ob der Mensch nicht ein Weibchen war, ob der Adulte war, ob er liebisch war, ob er nicht mehr liebisch war und so weiter. Und da sieht das relativ sicher, also dann geht ihn hier irgendetwas an und 2 Minuten danach wird irgendein Kanadier einem das dann da validiert. Und dann, ja gut, merci Kanadier, und nächstes Jahr validieren ich dir dann ein oder so. Ja. Mal kann ich dann überholen, ich schlug kurz. Hallo, ich stelle mich natürlich froh, für was haben wir da den iNaturalist für Lützburg ausgewählt?
Also so 2017, 2018 haben wir uns zusammen gesagt und irgendwie immer gedacht, ich habe ganz lange Beobachtungen gesammelt und nur natürlich am digitalen Zeitalter will natürlich man dann auch eine App dafür haben, um das zu machen. Wir hatten schon eine Website, wo ich nicht konnte angehen, mit einer App, das klingt aber ziemlich gut. Also haben wir uns eine Gruppe zusammen gesagt, was sind da nur Kriterien, für was wir eine App können auswählen. Wir wollen also ich eine App, die entweder überall funktioniert, viele von uns gehen einfach Kanz oder Lützburg oder einfach Klang, wir sind schnell über die Grenze. Wir wollen nicht nur etwas, was zu Lützburg funktioniert. Wir wollen noch etwas, was mit dem wir alle Organismen-Typen können erfassen, Tiere, Pflanzen, Champignons und so weiter. Und wir wollen an sich etwas, was gut wäre für Spezialisten, aber auch für das Grand Public, für Naturalisten, aber auch für Amateure. Also wir wollten uns da nicht angrenzen auf ein spezifisches Publikum. Wenn ich eine App will aufbauen, dann weiß ich natürlich, da gehen nicht Apple, iPhone, es gehen Android, es geht ein Web. Also da muss man eine App, wenn man Apps promovieren, dann will man Apps, was auf Multi-Plattformen funktioniert. Und natürlich wichtig, zu Lützburg, es soll auch verschiedene Sprachen funktionieren. Es hat keinen Sinn, etwas auf Lützburg zu machen, es hat auch keinen Sinn, etwas auf Englisch zu machen. Deutsch oder Französisch, wenn man da eine Chance hat, etwas zu finden, weil dann viele Sprachen funktionieren, das wäre natürlich super. Und wenn man das mal selbst auffangen kann, dann sollte auch eine Technologie benutzen, die up-to-date ist und die auch weiterentwickelt wird. Und wenn man nicht etwas aufbauen und dann in 2 Jahren also drin out-of-date, wir können nicht mehr benutzen. Für die Benutzer sollte natürlich einfach zu benutzen sein. Am besten sollte schon eine Community gehen, die Hand richtig, die eben Validation möchte oder wo ich nicht allein aufhängt, aber wir fangen mal von der Fly und versichern von dort uns abzubauen. Und soll ein Tool dran sein, mit dem auch Beobachtungen können validiert gehen. Und dann eben auch über die Community. Aber dann auch ganz wichtig war, als der Gedanke vom Open Data, also dass sie irgendwie und die Donne können, die auf dem Portal herabgelöst gehen. Weil natürlich die Wissenschaftler wollen die benutzen und Wissenschaft damit machen. Wenn die natürlich da verstoppt sind, irgendein Sit, der bei uns nicht mehr steht, ist das natürlich dann blöd für auch einer weltweit Wissenschaftler. Den GBIF, die Global Biodiversity Information Facility, das ist ein ganz großes Sit, wo all, oder den Ursprung aus all Donnen über Biodiversität durch zu gehen, und das war eben noch unsere Voraussetzung. Und auch, was wichtig ist, als geschützten Arten zum Beispiel, dass du auf seinem Portal eine Möglichkeit besteht, zum Beispiel Donnen zu vergröbern, für eben sensible Arten zu schützen. Genau, also 2017 hatten wir Diskussionen und da sind wir irgendwie auf ein Naturalist kommen, dass eben die meisten oder praktisch all das Kriterien am besten erfüllt wird. Das schon existiert, eine große Community handeln und hat uns vielversprechend für die Zukunft ausgesehen. Aber wenn wir uns an den Graph erinnern, wie viele Beobachtungen 2018 waren an der Haut sind, eigentlich sind wir da eine richtige Entscheidung getroffen. Genau, und dann ab 2018 haben wir am Naturmuseum eben ein bisschen angefangen, das zu promovieren, unseren Kollaborateuren das vorzustellen, unsere Mathe-Abstelle das vorzustellen, da eine Community ein bisschen abzubauen, dass wir selber ein bisschen Beobachtungen machen, Identifikationen machen, so dass das sich ein bisschen abbaut. Mai 2018 hat nicht alles so gefangen, habe ich mal neben drin, dass die allererste Beobachtung, die für Lützburg im Einaturalist abgelöst ging, ist. Das ist ein bisschen klein, mit du gesagt hast, dass am Mai 2011 aus der abgelöst ging. Also den Benutzer da, den auch noch immer aktiv ist, war wirklich den absolute Vierreiter, die absolute Nummer 1, die dieses Portal halt zu Lützburg entdeckt hat und genutzt hat. Von da aus natürlich immer besser mehr Beobachtungen gekommen. Von mir aus haben wir also den oder anderen Citizen Science Projekt gemacht, bei dem wir auch Naturalist benutzt haben. Und seit 2019 haben wir dann um City Nature Challenge teilgeholt. Auf den ich aber später noch zurückkommen. Und wir uns Community hier versucht zu motivieren, mitzumachen. Ein Teil sind die Nummern für Lützburg, also wir haben 65.000 Beobachtungen zu Lützburg und von 4.808
2400 Leute haben mitgemacht und 2400 Leute, 500 Leute, die haben geholfen identifizieren. Also die haben sich mehr gemacht, Beobachtungen von anderen Leuten zu gucken und durch Identifikationen aufzugehen. Das ist ein bisschen speziell. Ich denke nicht, dass heute zu Lützburg mehr Leute Identifikationen gemacht haben, wie Beobachtungen gemacht haben. Zu den Leuten, die Beobachtungen gemacht haben, da kann ich sagen, dass praktisch 200 von denen aber jeweils mehr wie 50 Beobachtungen gemacht haben. Also da schon kann ich sagen, dass sie wirklich aktiv benutzen. Und geht von 50 bis 4000 Mengen, das ist den Top. Und da sehen wir auch die Kurve, ein bisschen mit dunkelgringen, das ist total zuhören über Beobachtungen über die Jahren. Also wir haben 2018 angefangen, weil das ist richtig, weil wir gesehen haben, dass es last geht. Und die haben hellgringen, das sind unsere Beobachtungen, wo nur noch eine Chlor-Identifikation noch am Druck fehlt. Und wir gesehen, da zweimal, jeweils am April, in kräftigen Anstieg von den Beobachtungen. Das ist natürlich die Saison von den Beobachtungen fängt an. Aber da ist auch jeweils den Blick, wo die City Nature Challenge in den letzten zwei Jahren stattfand hat. Genau, aber wir sehen aber einen klaren Trend von den Urwen, dass da immer mehr Beobachtungen alle Jahre gemacht gehen. Und hier sehen wir da eine Übersichtskarte von Lützburg, wo da alle die Beobachtungen da sind. Und die sind halt die Punkte verschieden angeführt, dass nur 8 Gruppen gering müsste Pflanzen sehen, Blumen, Englisch sind Fullen und so weiter. Also gesagt, an der Region kann in Lützburg uns schon unter Präsenz von den Beobachtungen klar auftrennen. Also gesehen wir, dass da wirklich die Community halt so Lützburg ganz aktiv ist und weiterhin viele Beobachtungen macht. Genau, hier sind die Top 10 zu Lützburg, Top 10 Arten, die wir gesehen sind, am öftesten. Da sehen wir Pissblumen als Nummer 1. Genau. Das sind natürlich die Arten, die in am öftesten gesagt und die sind natürlich dann noch viel gesehen. Und dann auf der rechten Seite sehen wir Top Leute, die hier zu Lützburg aktiv waren, die am meisten Beobachtungen gemacht haben. Da sehen wir natürlich, dass die absolute Zahl von den Beobachtungen nicht unbedingt die absolute Zahl von den verschiedenen Arten ist, die ihr gesagt habt. Wie gesagt, bei den zwei ersten, den ersten hat am meisten Beobachtungen zwar gemacht, aber den zweiten hat deutlich mehr verschiedene Arten gesehen. Genau. Also, es geht nicht unbedingt nehmen, ob die Zahl von den Beobachtungen mit kann, auch viele verschiedene Sachen gesehen. Hey, den hat der vielen Achten, den auch am Publik. Genau, ich meine, von den Top 10 sind da wahrscheinlich eine Reihe heute nur von da. Genau, und die zweite, das sind dann die sich mehr gemacht haben, Beobachtungen von den anderen Leuten zu gucken und da eine Meinung aufzugehen, was fragen, was sie dann da gesehen haben. Das kann ein spezifisches Art sein, das kann auch eine Gattung sein oder ein höheres Niveau, je nachdem, wie Beobachtungen da näher rankommen. Genau, und ich habe gesagt, seit Jahren gibt es schon Biodiversitätsdonne natürlich gesammelt und abgeholt. Und der Museum ist natürlich da den zentralen Urlaubspunkt für das Stockage von diesen Donne und auch Publikationen von den Donne zu Lützburg. Und hey, das ist natürlich ein bisschen eine verwirrende Durchstellung vielleicht. Mit den Oven soll nicht darum gehen, das alles zu erklären, mit soll darum gehen, einfach zu weisen, der ganzen System oder Ökosystem und Biodiversitätsdonne in Lützburg. Was gibt es da für Sitten? Was sind da für Und da sehen wir, ein Naturalist als ein neues Tool da dran, für können Donne abzuholen. Mit zum Beispiel auch den data.mnl.lu. Und da ist der Sitz vom Museum, wo ich kann Donne angehen. Dann geht es auf der rechten Seite in der Mayday Publikations Portale, unseren eigenen Publikationsportal, mir auch den weltweiten Publikationsportal, wo wir dann auch Donne rausspeisen, aber auch dann Donne vom Einnaturalist angespeist gehen und dann auch gewisse gehen an dafür Wissenschaftler oder für die Decisionen machen, eben die Donne, die wichtige Biodiversitätsdonne, können genutzt gehen. Und dann mein ich gehe ich rum auf und Sandra.
Ja, merci, Paul. Heute sind wir dann ein bei dem Co-Business, also vom Fong, vom MyNaturalist, schon eine Observation. Ich hole ihn dir ab, also schon mal ein Foto zum Beispiel oder schon einen Ton ab. Still nicht und dann diskutieren. Da geht es eine Validation. Also ich proposiere zum Beispiel ein Art, was das da los soll sein. Und da sieht ein anderer Mann, nee, guck, das aber vielleicht, guck du, die Strich du um Flilleck, das ist aber das ein anderes. Und da kann ich da ganz flott mit ihnen diskutieren und viele Sachen beilehren. Und zum Schluss können die da ja allerweise auch eine Validation raus. Das ist, dass sie sich eins, also bei einem Art, und dass das dann noch ein validiert Tonne geht. Voilà, dafür ein Research Grade. Also wir haben die Leute hier auf Englisch gehalten und wir schwätzen auf Lützebäuerisch. Ich meine, das wäre etwas, wo damit eins geht. Also der Research Grade, das ist die validierte Tonne, gegen ein Casual Observation, das ist ein nicht validierte Tonne oder ein, die nicht kann Research Grade erreichen. Was das tut ein Unterschied? Also mein Research Grade, also du hast etwas observiert, dann schon nicht so gut dokumentiert durch Foto oder Ton zum Beispiel, dass Community, also die anderen Leute sich mit mir selber können sich darauf einigen, dass es ein Art ist, wie ein Art ist, oder sogar ein anderer Grad, das hängt ein bisschen von den Arten oder den Gruppen auf. Wenn zwei Drittel von denen, die eine Identifikation aufgehen, sich eins, sie werden da los sehen. Dafür, also wie gesagt, das brauche ich etwas qualitativ Gutes, gut genuges für das zu machen. Und das muss ich natürlich auch zur Verfügung stellen. Wenn ich einen totalen Copyright-Drop habe, da kann es nicht an den GBIF. Also für dich muss es Research Grade kreieren durch die Validationsprozedur, wenn zwei Drittel von den Identifier, also von den Leuten, die helfen, identifizieren, sich einziehen. Und dann, wenn ihr danach nicht als viel Copyright drauf hat, da geht es auch an den GBIF, also an den, die globale Datenbank von der Biodiversität, die den Pol viel drunter erwähnt hat. The Casual, weil The Casual ist, wenn ihr schon etwas nicht passt, also wenn ein Datum oder Platz nicht dabei ist oder nicht genau genug ist, wenn irgendetwas fehlt von denen paar Sachen, wo ich früher gesagt habe, was eine Observation ist. Was können sie bestimmen, dann kann auch weiter nichts damit geschehen. Und dann, also da wunderbar, wenn der etwas ist, was nicht will ist. Also wenn ich einen Hund an der Stufe fotografieren oder meine Orchidee auf der Fenster oder so, dann ist sie ja nicht will, dann ist sie captive oder cultivated. Und dann kann sie nicht den Research Grade kriegen und dann wird sie auch nicht an die globale Datenbank angespeist. Ja, voilà. Dann haben wir noch ein paar Limite vom iNaturalist, was das nicht ist. Es gibt Gruppen, Taxon, wo es nicht geht, sich für sie über Bild zu bestimmen. Ich meine, Entomologen, Lichenologen, überhaupt Mykologen, die können heute nicht mehr zustimmen, dass es Sachen gibt, die kriegen mit einem normalen Foto nicht bestimmt, also mit einem Handyfoto schon gut nicht. Und du brauchst ein Elektronenmikroskop, du musst die segieren, dem du musst in eine Genetik gucken. Das geht natürlich nicht über den iNaturalist. Obwohl auch schon, ich meine, ein ganz freie Observation war ein Mikroskopfoto von einem Pilz, den die Guy Marsan bestimmt hat. Also, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also, die Kinder haben auch Fotos uploaden vom Elektronenmikroskop oder vom Mikroskop. Wenn ich das da will machen, mit so eine ganze Dissektion habe und dann das so zu dokumentieren, dass man anderen kann validieren, schmecken du geht es einer wie ein Mittel für sich, seine Observation validieren, zu lassen, wie in einem Naturalist. Dann eben, wie schon gesagt, Haustieren oder gezielte Sachen, salut am Garten, das ist schön, dass ich nicht auch kann fotografieren, das kann ich dran setzen, aber sie kriegen nicht den Validationsstatus. Und das auch aus sich nicht gedauert für, hier haben wir als Beispiel den Weihnachtsstern, wenn er den an der Stufe stehen hat, dann können wir den gerne knipsen und probieren für zu testen. Mir das ist aber etwas, was die große Community nicht so dermaßen interessiert, aber was du noch am GBIF auch eigentlich nicht ganz viel Sinn ging machen, wenn man die Verdehlung vom Weihnachtsstern, die geht ja irgendwo an der Wildnis, aber wenn die dann an meiner Stufe steht, dann müsste das
ökologisch gesehen oder biologisch gesehen nicht ganz viel wert, für das Amat da ranzuholen. Was nicht heißt, dass es nicht ganz interessant gehen, an einer Forschung, wo es eben darum geht, wie ein Tiere kommen, wo vier rundherum zu, rundherum ein Gärtnerei oder so, wann captive Sachen, also Sachen, die man eigentlich schon Gefangenschaft halten, wenn die fortlaufen, dann breiten sie sich aus, wie man mit den invasiven Arten gesehen hat. Das kann schon interessant sein, es soll ins angehen, aber sie kriegen eben nicht den Research-Grade-Status am Moment. Dann haben wir die Artificial Intelligence, also die künstliche Intelligenz, die hilft für Tiere und Pflanzen, bei Organismen zu identifizieren. Das ist wirklich cool, mit funktioniert natürlich nicht immer. Also, die braucht ein gutes Bild von einem, vom Organismus. Und da braucht auch noch das richtige Steck davon, die Pflanze, wenn ich da nicht mehr ein Blatt knipst, da kann ich da nicht, aber du fängst, wenn das Player war, da geht das. Der braune Bär, den, voilà, du gibst da proposiert, dass die Kinder Biber sind oder Stinktier. Aber nee, das ist ja aber nur mal ein. Ein Ding von einem Piper. Aber du hast aber wuschtig und dunkelbrun. Das heißt, da gebe ich die anderen Tiere passen. Also du brauche ich schon noch ein Keer den Mensch, für dann aber die Expertise zu machen. Und was dir aufgefallen ist, dass das die Referenzbilder, die am Moment dran sind, sie ist da amerikanisch angehaucht, das heißt, dass er mal da ist, wie heute ein Skunk zu proposieren zu Lützeburg, als vielleicht auch nicht die Intelligenz, weil so eine artifizielle auch Intelligenz kann machen, wie sie möchte da war, weil da denkt, hart aus, die auf anderen Plätzen auf der Welt ziemlich häufig gesiegelt. Maja, dann überholen wir uns noch kurz. Ja, wir haben natürlich die eine App ausgewählt, aber wahrscheinlich wissen viele von euch, es gibt noch viele andere Appen oder Portale, wo ihr nehmen kann, Biodiversitätsdaten herunterladen oder die einem Hilfe für Sachen zu identifizieren. Und stellt sich natürlich froh, gibt es die eine App, die alles beobachten kann? Ja, wahrscheinlich nicht. Denn ein Naturalis ist gut für viele Sachen, mit Sandra hat uns ein paar Sachen gesagt, wo natürlich auch ein bisschen hakt. Und da gibt es eben viele Alternativen noch. Da gibt es dann zum Beispiel ein eBird oder PlantNet. Die sind da vielleicht mehr spezialisiert, eben auf Füllen oder Pflanzen nehmen. Und es gibt natürlich auch andere Portale wie den Ornitho, die natürlich ganz beliebt auch zuletzt beschast, mit denen eben dann beschränkt das oder wo die ganz große Community von den Füllen haben rüstet, was natürlich den unsere Böse in dem Moment nicht entsprochen. Mehr all die Toolen, die hun sie komplett valid, die hun alle in Zweck, und die kann ich nicht, kann ich nicht so, und die nehmen das prinzipiell nicht schlecht oder besser wie die anderen, sie nehmen alle in einen anderen Zweck, an einen anderen Ursprung, und das ist auch an dem ganzen Ökosystem alles machbar, weil idealerweise geht alles, all die Donneren sind eben frei verfügbar, und gehen zum Beispiel aus etwas wie ein GBIF oder eben bei uns an dem Musee, an die zentrale Datenbank, wo sie dann auch können angewiesen gehen, wo dann nicht mehr so wichtig ist, wo sie oder mit welchen Tools erfasst gesehen, mehr dann gehen sie aber jederem zur Verfügung gestellt. Und das wollte ich nicht ein bisschen heiweisen, dass es viele Alternativen gehen, mehr wir haben uns also für die entschieden, die für uns besser waren oder für den Zweck, den wir wollten bewerkstelligen als Würzburg, haben wir eben den Naturalist ausgewählt. Genau, lo gebe ich da ein bisschen aufhängen, ob es ein bisschen mehr praktisch ist, oder viele Theorie, ein bisschen zu weisen, wie DAP lo funktioniert. Also DAP gilt für Android und iOS. Muss ich aber so, dass die zwei Apps sind nicht 100% selber. Das ist immer die iOS-Version, die schenkt immer ein bisschen hand und rund zu sein. Ein Zeitchen, also Feature, neue Features, die immer kommen, sind meistens tatsächlich um Android und da später um iOS. Ich weiß nicht genau, wie das zusammenhängt. Vielleicht sind da, haben sie da in der Community, geht nicht die richtigen Developer im Moment. Das hat ein bisschen gedauert. Mir geht ganz oft Updates von der App, das war uns aber auch wichtig, dass die kontinuierlich weiterentwickelt wird und da neue Features kommen. Ja, das schon gesagt gehen, zum Beispiel, es gibt auch verschiedene Sprachen. Die Übersetzung wird eben noch von der Community gemacht.
über Webseiten Crowdsourcing können Leute helfen, Sachen übersetzen. Also wenn ihr so einen anderen Spruch benutzt und du musst Fehler gesehen, dann musst du ein bisschen recherchieren. Du gehst die Website, wo du dann können sich ummelden, also Sachen verbessern und dann, wenn die Ecke validiert gehen, dann gehen sie auch implementiert. Und geht auch in Community, also aktiv an einem Forum, also wenn da Probleme gesehen, dass ich habe es immer falsch zugewiesen oder ich denke, Funktion funktioniert nicht, da kann ich das melden und du sind Developerin, sind dann noch da immer haben drin und dann könnte oft Veränderungen gemacht gehen oder wenn da eine Vorstellung hat von einem neuen Feature, da kann ich den doch da ummelden und dann meistens könnte da vielleicht auch ein Kehr, wenn noch andere Leute den Besuch haben. So, da gebe ich nur mal mein Tablet weisen, also ich stehe hier um einem Android. Da gebe ich jetzt ein bisschen Weise, wie das funktioniert. Also gebe ich mal Tab abmachen hier innen. Du sind nicht angemeldet. Wenn du noch nicht angemeldet sind, dann kommt auf der ersten Seite, kreiert den Account. Ihr könnt euch mit einem Google-Account oder mit einem Facebook-Account anloggen. Ihr könnt auch mit einer E-Mail-Adresse und ein Passwort setzen und euch dann anloggen. Weil ihr wisst, dass du hast am ganzen Anfang diesen kleinen Tick. Den hast du per Default gesagt und da steht, will der Erdonian mit der wissenschaftlichen Community teilen. Wenn er den gesagt hast, dann als Lizenz, also die, Creative Commons Lizenz, aber Erdonian so gesagt, dass an sich Erdonian auch auf den GBIF gehen und eben wie einfach können von den Wissenschaftlern benutzt gehen. Wenn der Waschmat, dann hast du gefordert, dass es so streng ist, dass an sich nur ganz schwer ist, für Leute Erdonian zu benutzen oder Analysen drauf zu machen oder genau, oder zum Beispiel Leute, die können eine Community haben drin, die ganz flott Bilder raushält und zum Beispiel bei Wikipedia-Artikeln so Sachen ergänzt von Achten, die vier drin dann keine schönen Bilder da waren und so weiter. Ach, da muss ich ein bisschen sagen. Entsperren. Und da geht's. Genau, also ist die Log gelockt. Gesehen ich hier mein Profil. Da gehe ich mal rein, ob meine Beobachtungen. Und da gesehen ich eben hier sein. Eine Timeline von allen Mengen Beobachtungen, wie viel Beobachtungen ich gemacht, wie viel Achten, wie viele Identifikationen. Da kann ich also durchscrollen und da sind die Mengen Beobachtungen. Da kann ich auf einen Drop klicken und da sehe ich ein Foto. Ich kann auch mehr wie ein Foto rausladen. Oft also zum Beispiel Pflanzen. So, dann vielleicht wichtig ist, eine Detailabnahme von der Blade zu holen, von einem Blatt, eine Gesamtübersicht von der ganzen Pflanze, die eben wichtige Merkmale für die Identifikation, kann ich nicht auf einem Foto, mehr eben auf verschiedenen Detailfotos dann dokumentieren, also auch immer angeraten, mehr wie ein Foto vielleicht zu machen. Genau, und da gesehen ich hier die aktuelle Identifikation, ein Zebraspinne. Und hier gesehen ich in drinnen gesehen ich Lokalität, also die Karte, wo ich angehen will. Und hier gesehen ich Datenqualität. Also im Moment sind ich ja nicht Research Grade mit der Beobachtung, weil wahrscheinlich nur eine Person gesucht hat, dass die spannend. Hier kann ich also Annotationen angehen, zum Beispiel, ob es der Erlebnis ist oder ob ich weiß, was für ein Geschlecht ist und so weiter. Dann gehe ich hier auf die kleinen Spruchblosen. Und da gesehen ist die Aktivität zu dieser Beobachtung. Also hier ist die erste Bestimmung, die angegeben ist, das war die von mir. Ich wusste, dass das ein Zebraspinne natürlich schön angegeben. Aber ich bin kein Experte, ich habe mir nicht vertraut oder so, was für eine Art das genau ist. Ich weiß, dass die Genus, aber ich kann nicht mit Confidence sagen, dass die Art, also ich habe mir nicht angegeben. Das ist immer gut, vielleicht auch nicht so präzise, also oft dann den automatischen Bilderkennung, die geht ganz präzise Bestimmungen, aber wenn ich nicht sicher ist, dann lebe ich ein bisschen mit einem höheren Niveau angehen, weil ich nicht mehr schon direkt ein Acht zu holen. Da sind zwei andere Leute, die sind noch direkt da, die sind schon da und da drauf sind die gekommen. Ich habe gesagt, ja, sind da gekocht, das wird das, aber sie wussten auch nicht, was genau ist. Also für 6 Stunden war eine Person, die gesucht hat. Das ist eben genau die Idee 8. Ich kann noch immer nicht sagen, dass das richtig ist. Ich werde nur einfach Schluss in der Beobachtung und warte nicht, bis du eine andere Person könnt. Und das bestätigt. Ich stricke nur nicht agree, weil ich nicht den Expert bin. Genau, so gesagt, dann eine Beobachtung aus, die ich schon gemacht habe. Und dann kann ich rum zurückgehen.
Und dann will ich natürlich lo, was Leute natürlich will machen, als eine neue Beobachtung machen. Und da kann ich entweder hier oben, denke, ob da drauf gehen, dann sehe ich hier Add New, new Observation, oder ich klicke hier auf den geringen Plus. Und dann bin ich gefreut, was für eine Art, wie will ich meine Beobachtung angehen. Dann kann ich einfach eine Beobachtung ohne ein Foto angehen. Wir haben hier, und das ist nicht so gut, so kann man das bestätigen. Mit jemandem vielleicht Fall, wo ich aber will, ob es für sich selber abholen oder ja. Und dann kann ich ein Foto machen, von dem, was ich gerade gesehen habe. Ich kann auch ein Foto, das schon auf meinem Smartphone oder Tablet ist, runterladen. Ich kann auch neuerdings Sound, also wenn ich den voll abgeholt habe, dann kann ich den herabladen. Oder ich kann eben direkt den Moment etwas abholen. Weil das ist natürlich schon zu schwer, dann hast du gerade fortgeflogen und dann hat den, also schon zu spät. Oder für ein Foto zu machen, das ist auch schwer. Das ist eine gute Idee, einfach ein Foto zu machen und dann so ranzulöten. Da gebe ich einfach mal Weise, wie ich eine Beobachtung möchte. Ich sehe natürlich noch nicht da draußen. Natürlich kann ich noch keine Wildpflanzweise oder Wilddeier. Das ist einfach mal ein Zimmerpflanz. Mache ich einfach mal ein Foto davon. Und da sehe ich noch, ah, ja, die Foto, die ist eigentlich gut. Dann drücke ich einfach OK. Das schafft ihr ein bisschen. Da sind schon irgendwie ein Foto ist rausgeladen. Wenn ich ein anderes Foto will machen von einem Detail, da kann ich schon noch ein drauf drücken, da kann ich ein Foto machen. Wir sehen direkt ein Datum und Dauerzeit, die wird natürlich automatisch ausgefüllt, weil mein Ding das schon weiß. Und auch die Lokalität wird ausgefüllt. GPS ist so eine Menge im Smartphone, also finden das automatisch raus. Bon, du siehst schon, Genauigkeit ist ziemlich grob, Stil oder Bannen, den Empfänger ist nicht so gut. Das funktioniert nicht so gut. Ich kann auch hier drauf gehen. Und dann kann ich hier, das GPS ist vielleicht gerade nicht gut oder nicht angeschaltet. Dann kann ich hier genau so, wo ich war. Ich kann nach rauszoomen und dann kann ich so ein hier genau da. Das ist natürlich nicht richtig, mehr fähig zu weisen. Genau da habe ich es gesehen. Ich kann auch natürlich ein Satellitenbild, vielleicht wenn ich gerade am Feld bin oder so, da sehe ich genau da war es. Und dann drücke ich auf den Häkchen und dann wird das aufgespeichert. Los natürlich, kenne ich noch so, na, das ist vielleicht bei mir am Garten oder ich will vielleicht nicht, nicht den anderen Leuten wissen, wo ich das genau gesehen habe, da kann ich da noch verstoppen, mir das natürlich nicht ungerodet, weil natürlich auch die Wissenschaftler dann nur nicht davon hören, wenn ich genau Lokalität verstoppt habe. Das hier ist natürlich ein Zimmerpflanz. In dem Fall muss ich umgehen, hey, das hier ist cultivated. Und dann wissen schon die anderen Leute, das hier ist nicht innerhalb von der normalen Verbreitung von der Art. Hallo, wenn wir natürlich wissen, was das ist. Und dann, what did you see? Da klicken wir mal da drüber. Das schafft ihr ein bisschen. Du brauchst eine Internetverbindung. Du wird die Foto aufgeklappt mit der Datenbasis, mit einer großen Referenzdatenbasis vom iNaturalist und von all denen. Bestätigte Foto von Arten. Und da geht es mal nur proposen. Okay, so, und das ist ziemlich sicher gehört dazu. Und hier sind uns top Vierschläge. Also, so nicht, das ist das, aber sie gehen eigentlich mit Vierschläge. Das heißt, ich muss den Benutzer ein bisschen überlegen, hey, was kann das Sinn? Nicht einfach planen, ob das ich klicken, sondern ein bisschen gucken. Und hier geht es eine Funktion, da kann ich hier vergleichen. Da gesehen ich mein Foto und also Referenzfoto vom iNaturalist, wo ich ein bisschen mich kann durchblättern und dann entscheiden, also das oder also das nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Teil an der iOS-Version auch schon dran ist, für eine Zeit fährt er nicht, mir das kann sein, ob das an der Zwischenzeit dran ist oder geschwört könnt. Also ich entscheide das da, dann wähle ich das aus. Los und sich meine Beobachtung hier aufgeschlossen. Natürlich ich klicke auf mein Kärtchen Häkchen. Und schaut meine Beobachtung raufgeladen auf dem Portal und da können eben andere Benutzer das validieren. Genau, wenn schon, ich kann noch eine andere Beobachtung machen, dann kann ich zum Beispiel auch mein Foto aus der Vakanz zurückholen. Also, naja, ich habe viele Sachen, das letzte Jahr in der Vakanz gesehen, da will ich die raufladen, da kann ich auch mein Foto um mein Smartphone auswählen und dann gehe ich irgendwo auf Position. Klicken steht da un, dann kann ich auch mehr wie ein auswählen, wenn ich mehr wie ein Foto habe. Und oft ist bei den als Lokalität auch schon aufgespeichert, da wird er doch automatisch ausgefüllt, also in diesem Fall nicht.
Ich lasse mich ein manuell herausfinden, wo es ist, an irgendwo etwas angehen, an bestätigen, an dann mal ein Propos zum Beispiel gehen. Wenn ich schon weiß, weil das kann, so auch am Search-Feld angehen. Wenn ich weiß, wie das ist, dann geht es mir den Propos. Und da sind schon ziemlich sicher, dass die da acht. Klicken ich OK. Und da kann ich die an sich rupplöden. Genau, nachdem ich dann eine Sache abgelöst habe, werden die JBWs anderen Benutzer mal durch ihre Meinung gehen. Und die fanden schon nur bei Activities. Und schon durch gehen. Da sehe ich hier mein Kontinu. Und da sehe ich hier die letzten Aktivitäten. Da sehe ich mein Spannspann. Als für 6 Stunden identifiziert gehen, für 22 Stunden den anderen mal die Pflanze identifiziert. Also weiter. Genau. Und wenn ich mich lohe, sind ich in der W, oder will ich vielleicht wissen, was das schon so bei mir da an der Gegend gesehen gehen. Da kann ich halt auf Explore gehen. Und da fängt hier nun zu lösen Beobachtungen. Also kann ich auch entweder meine Lokalität angehen, und da gibt es mir die Sachen, die an der Gegend sind. Ich kann auch zum Beispiel auch in Lützeburg auswählen und dann denke ich auf Search drücken. Hier innen kann ich Karte auswählen, da sehe ich schon, was alles schon zu Lützeburg so beobachtet ist. Genau, wenn ich hier auf die Kachel gehe, da sehe ich die einzelnen Beobachtungen. Also hier ist die letzten, du hast die neueste Beobachtung, die abgelötet ist. Und ja, da kann ich auch da draufklicken und dann mal gucken, was du gesehen hast, wo das war. Da kann ich auch reinlegen, auf die Karte gehen, da kannst du rauszoomen, was das bei mir in der Nachbarschaft oder vielleicht eine interessante Art. Und da will ich mal gucken, wo aus der Schaffier kommt. Genau. Und da geht halt noch so Search-Featuren. Also ich kann mir halt nicht mit vollen Abweisen lösen. Ich kann mir halt nicht mit denen, die validiert sind, Abweisen lösen. Nehmen die ein Foto holen oder nehmen die an einer gewissen Zeitspanne gemacht gesehen. Also da gibt ganz viel flotte Sachen, weil ich eben noch kann Sachen explorieren von den anderen Leuten. Genau, und dann bei Settings kann ich ein paar Sachen erstellen. Hier kann ich zum Beispiel, das geht aber um gefragt, ich per Default aus mein Handy auf Englisch und wenn ich mich dann ummelde, da gehen alle Daten neben dem auf Englisch nicht mehr angewiesen. So sind ich vielleicht nicht so erlässt, da kann ich mal hier aufweisen lassen. Ich will lieber die Deutsch nehmen, da gehe ich halt Deutschland an. Ich will vielleicht lieber die Französisch nehmen, da gehe ich halt Frankreich an und da kriege ich an sich immer den Common Name, also den allgemeinen Namen, ob der Spore gewesen und drin ist, dann der wissenschaftliche Name. Und ich kann auch dabei bei ganz anderen Spruch erstellen. Das kann ich alles hier dran machen. Und ich meine, das sind also die wichtigen Sachen, die ich wollte direkt von der App weisen, weil man natürlich auch nicht so viel Zeit hat. Da könnt ihr noch nach einer Stunde weiter schwätzen. So, das steht dann eigentlich nur für die App, dann mal aus. Und da gehen wir zurück bei unserer Präsentation. Und die nächste Folie wird dann einfach eine Folie über das Webportal. Also, wenn da ich eigentlich ummeldet, entweder auf der App oder um Webportal, dann hat er einen Account, den über die zwei Sachen funktioniert. Natürlich alle Beobachtungen, die da auf dem einen oder dem anderen abblüht, sind an demselben Account, da könnt ihr über die zwei Sachen zugreifen. Die Website ist natürlich ein bisschen mehr avanciert, da kann ich noch mehr Sachen machen. Du kannst zum Beispiel Projekte anlegen, da wird man nicht noch logisch werden, ab drüber schwätzen. Kann ich Lokalitäten angehen, kann ich Taxon nehmen, Common Name angehen. Und auch die meisten Leute, die Identifikationen machen und nur Sachen bestimmen von ihr, die machen dann sich über die Website, weil es da mehr einfach geht, weil du nimmst auf der App. Die Stärbe ist echt dafür, Sachen anzugehen, und die Website hast du nur für zu validieren. Oder wenn da einer weiß, am Fotoapparat und die macht hunderte Fotos und die will die aber nur teilen, dann geht das eben besser über die Website, weil du auch kann an einer Kette ja ganz viele Fotos von ganz vielen verschiedenen Sachen uploaden. Genau. Und mehr, ja, also ich gebe euch gerne noch weiter erzählen, mehr einfach von der Zeit her geht das natürlich noch nicht durch. Und hoffentlich möchte ich ein bisschen motivieren. Da gebe ich jetzt andere ein bisschen über Projekte erzählen. Ja, merci Paul. Ma ja, also wie gesagt, ihr müsst nicht unbedingt das Smartphone haben, da könnt ihr DAP
benutzen. Aber wenn du nicht mit dem Computer willst, sehen wir mit einer digitalen Kamera, das geht natürlich auch. Also, was sind Projekte? Projekte sind, ja, Projekte kann ich machen, für Observationen zu sammeln, die ihr schnappst gemeinsam holen. Am Anfang hat die Tendenz, wir wollen lauter Projekte zu machen, und du siehst ihn sich oft, das tut er natürlich schon mal deinem Kränchen oder auch mal deinem Filter hin. Kann ihn aber ein Beispiel werden, dass ihn seht, schon ein zeitliches Projekt, wie ein Biodiversitätsweekend, du setzt mal Zeit, Geografie, wir setzen irgendein Limit, ob das die Grenze von Lützebüsch ist, ob das Grenze von einer Gemenge ist, ob das Grenze von was auch immer, das heißt, wir können etwas lokal begrenzen, wir können aber auch so, wir sichern nicht einen Käsecker, also zuletzt gibt es eh so ein Projekt, wo nicht einen Käsecker dran sind, und das kann ich aber auch so, ich will verschiedene User an mein Projekt ran, und ich lasse mir dort Observationen von denen Personen, von denen Observateuren aufweisen. All die Sachen können entweder zusammen funktionieren oder einzeln, und so kann ich sein Projekt gestalten. Gesagt, da braucht kein Projekt, von der Seite, ich will alle Säugetieren, also wir hatten so ein Projekt gemacht, am Anfang war das nämlich nicht so evident, und wir haben ein Säugetier-Projekt gemacht für Lützebüsch, mit zwei Klicken hat er die Filter eigentlich, oder die CO2-Filteren, also Lützebüsch plus Säugetier, war schon das gemacht. Und dann hat er das, wenn der, ihr könnt auch ein Taxon oder ein User oder einen Platz abonnieren, der kriegt er, entweder an der App oder auch auf der Desktop-Applikation oder Anwendung kriegt er gewiesen, was mit dem Taxon geschieht, dass ich sehe, erstaunlicherweise, viele Schweine abonniert, da kriege ich all viele Schweins-Observationen oder Leute, die Mengen, sie hatten hier schon eigentlich viele Schweins-Observationen gemacht, kriege ich angewiesen. Ich kann aber auch den Pool followen, dann stocken ich die Bussen, dann wird es viele Menschen nicht. Kindisch aber, da kriege ich immer gewissen, wenn der Pool zum Beispiel immer achten fotografiert, die ich cool fand, weil das ja flott, da kann ich, oder die, wo ich mich gut auskennen, da kann ich die validieren. Und dann hat das ein Platz, wenn ich unbedingt will wissen, was zu Paris und Montmartre geschieht, aber ja, da kann ich die Location, also die Platz auch abonnieren. Dafür brauche ich kein Projekt. Ich kann aber ein Projekt machen, achten und Montmartre, wenn das wirklich so interessant ist. Das weiß ich nicht. Dann habe ich ein paar Sachen, wo wir so Projekte gemacht haben. Das heute, das ist ein Neobiota-Projekt. Du gehst all die, du hummer als amüsiert für die nicht, also ganz, ganz fleißig Leute tun sich da amüsiert, ich selber nicht, für all die Arten zu kennzeichnen, die für Lützebüsch nicht einheimisch und invasiv also angestuft sind. Und da gehen die du alle gut angewiesen. Das wäre, wie das Pflanzen können sein, das können Tiere sein, das können Pilze sein. Und du gehst an dem Projekt alle gut. Ungewiesen, wir haben natürlich Landesgrenz geholt und, da kann ich da, und die gehen da automatisch da rückgespeist von den D-Achten, ob der geografische Lokalität sind. Und da sieht auch, also links sieht er, wie das Projekt die viel Zeit ausgesagt und rechts sieht er auch die Statistiken, also 2369 Observationen und da sieht er auch, wie sie über das Land verdient sind. Dann haben wir den, das ist noch mein, ja, den Biodiversitätsweekend. Da hatten wir schon ein paar Editionen, wo den iNaturalist genutzt ist. Natürlich geht der Botaniker nicht mit dem iNaturalist dahin und knipst all Gräschen und all Pflänzchen. Denn den iNaturalist ist dafür nicht geduld, für Inventären zu machen. Natürlich kann ich das machen, mir das ist aber ziemlich aufwendig. Und da haben wir ja auch eine gewisse Vertrauensbasis von den wenn der Botaniker rausgeht und sieht, die Acht war du, dann war sie du. Und dann mischt ihn das an seine Lust und dann kriegt ihn das auf seine Zettel oder wie auch immer sein System ist. Und dann geht ihn das dann noch an die Datenbank vom Naturmuseum an und dann ist das auch dran. Aber wenn aber so Generalisten, wie wir da sind, da hingehen und die fanden irgendeine Däherchen und die sagen, oh, das ist ein Flott oder ein Pflanz, naja, dann dokumentieren sie sie und dann könnt ihr auch genauso dann validiert an der Datenbank und das hilft dann natürlich sowohl dem Entomologen wie dem Botaniker eventuell.
respektiv den Botaniker, den der Käfer auch einmal begeht, der möchte ein Foto davon und er geht den auch mal bestimmen. Also wir hatten drei Biodiversitätsweganter bis Lo, die über den iNaturalist auch gelaufen sind, natürlich nicht exklusiv. Und die zwei Eichtpol kannst du noch einmal zurückholen, wenn ich lebe. Dann da sehen wir, dass wir da einmal 700 und einmal 400 Arten hatten zu fehlen. Das war ein ganz Gemeng. An 2018 und 2019 hatten wir es wirklich auf den Wingertsbirsch zu Kernisch, das Naturschutzgebiet, limitiert, wird einfach nicht mehr. Ich meine, 440 Observationen, die würden ein Naturalist und dann natürlich noch die Sosera kommen sehen. Das war aus sich ein Habitat. Zu viele gehen dann nur nach Bächen, an Büsche, an das und das. Und dafür mehr Arten, mehr Observationen zu fehlen wie um Wingertsbirsch. Und da kannst du auf die nächste Slide gehen. Dann hatten wir die Biodiversitäts-Weekend Edition Covid. Da war Lützburg ganz mit angeholt, weil ich gesagt habe, da geht die Budget für ihn, da wo ein Grad will, wo kein Leute begeht. Und da sind wir auf 1500 Observationen gekommen. Das heißt, da waren vielleicht mehr Generalisten in NRW, oder vielleicht gerade so viel mehr. Es war eben mehr, es waren mehr Lebensräume aufgedeckt und dafür waren noch mehr Observationen gekommen. Mein nächstes ist dann noch ein anderes Projekt, wo wir darüber geschafft haben, seit 2 Jahren, schon ein paar Mal erwähnt, City Nature Challenge. Also City Nature Challenge ist ein internationales Initiativ, wo Städte aus der ganzen Welt an solche kleinen Konkurs machen, während einem Weekend wird es gut gewählt, dann über den iNaturalist am meisten achten oder am meisten Beobachtungen könnt machen. Und 2019 haben wir eben für die Stadt Lützburg also Naturmuseum für Stadt Lützburg, der den Echkehr organisiert. An dem Ort waren über 150 Städte, die mitgemacht haben. Das war eben die letzte Weekend im April, wo dann während der Feierdech Süderin den will mitmachen, konnte eben da Beobachtungen machen. Und das ist relativ einfach. Muss ich nachher eine Beobachtung machen, einen Naturalist machen, rupplöden. Wenn den dann zum Beispiel in diesem Fall an der Gemeinde Lützburg war, dann ist es automatisch an den Projekt gegangen. Also Schiederin, ich wollte mitmachen, hat nicht viel müssen machen, hat nicht müssen aktiv an ein Projekt draufsetzen oder so weiter, oder sich ummelden, hat einfach nicht mehr eine Beobachtung müssen machen und rupplöden. Und dann auch nächstes Jahr, also auch im Ende April, natürlich ist das für Lützburg vielleicht nicht die allerbeste Zeit, aber natürlich als man versteht, dass der ganze Welt macht und ich meine, dass du gesagt hast, können aber schon Beobachtungen gemacht gehen. Zum Beispiel letztes Jahr hat man da über 8000 Beobachtungen innerhalb von den 4D's. Dann heißt es ein bisschen das Resultat von diesem Jahr. Also dieses Jahr hat man wirklich Stadt Lützburg mitgemacht und das Jahr mit dem Covid haben wir gesagt, wir machen das ganze Land mit. Die Leute mussten nicht extra in die Stadt kommen. Es war gerade während der ersten Phase vom Lockdown. Und wir wollen nicht, dass die Leute irgendwie sich müssen bewegen, für Matze zu machen. Also kann jeder reden, was ist daheim, Matze machen. Und ja, weltweit über 250 Städte Matze gemacht. Und also ein bisschen so die Resultate. Also zu Lützburg sind 400 Leute Beobachtungen rangegangen. Weltweit waren da 40.000. Zu Lützburg waren bald 6.000 Beobachtungen. Und 800.000 Beobachtungen weltweit. Und wir hatten aber ein 1.800 Pfund. Und da sehen wir auf der Karte, sehen wir ein bisschen Verteilung. Also da war schon, also schon ein bisschen zur Summe kommen innerhalb von 4D's. Ja, genau. Und ich meine, los, loskommen und dann, wenn sich, ich meine, mit der Zeit sind wir auch schon gut dabei. Wenn du noch mehr willst, wo gehen über den Naturalist, also da gehen jetzt Plätze, wo du besser könnt, ob es noch mehr gewohnt gehen. Ihr könnt mir ein paar Tutorial-Videos, also auch so Sachen wie Schaut gewesen und noch viel mehr, von da bei unserem YouTube vom Musee. Alle Woche wählen wir auch eine Beobachtung aus, die uns besonders gut gefallen hat, posten die ein bisschen auf Facebook und auf Twitter und so weiter. Also könnt ihr euch da ein bisschen informieren, was gerade so los ist. Die fahren darum ein Naturalist, der fand einen ganz rigiden. Die sind allerdings meistens nicht mehr auf Englisch. Ein Naturalist Kanada fand er auch auf Französisch. Also fand dann ein bisschen mehr Informationen. All die ganz speziellen Funktionen.
Natürlich, nächstes Jahr ist das große Event, das ist die Teenager Challenge, wo wir immer mitmachen als ganz Lützeburg. Und vielleicht hat er ja Lust gekriegt, auch da mitzumachen. Also, das geht durch während dem Weekend einfach irgendwo eine Beobachtung zu Lützeburg zu machen, für da Teil zu holen. Und du musst also uns dann noch merci für nur leichteren. Und ich meine, wir sind dann offen für Frauen. Ja, merci auch von mir. Ich wollte nur, dass der Paul heute für die City Nature Challenge Reklam gemacht hat. Ich hatte viel bei mir mehr krass innen ein Band drüber. Den Weekend von der Biodiversität wird das Jahr Minet stattfinden. Den Datum, also die Leute, die das ja schon echt dafür Naturalisten, wie auch für den City, den Citizen, auch der jene Scientist, nehmen das den. Den nein, guten Eich davon kennen, der soll auf die City Nature Challenge gehen und den meinen Gewerbs davon kennen, der soll auf den Biodiversitäts-Weekend kommen. Nein, die zwei sind natürlich überall willkommen. Wenn alle mit dem Tool heu geht, dann schon. Naja, ich zwei dann. Vielmals merci für eure Introduktion an den iNaturalist. Also ich muss mal von meiner Seite sagen, dass ich heute Habst so ein kleines Projekt ausgelöst habe, das uns gemengt und auch der Bürgermeister, die mit der Konferenz heute annonciert hat, mit Hofer entdeckt hat, auch oh, geht Natur bei uns an der Gemeinde, die nur das mal vielleicht rundherum geschert. Vielleicht kommt in nächster Zukunft dann ein paar mehr Donner innerhalb von der Gemeinde Habst, weil ja flott, ich meine, das überhaupt etwas und das Lehrpersonal, das Gemeinde hat auch die Instrumente mittlerweile angefangen, zu nutzen, wenn sie ein bisschen mit den Klassen an den Busch gehen, so ein Art und Weise, für eben noch ein bisschen mit Jungen ein rundes Sujet rum zu kreieren. Was froh nur geht, sind da eine Reihe Rackkommen, aber auch Remarken, etwas, was ein ganz Party von Leuten aber lo intrigiert, das sind die Fionale mehr sensibel Donnern. Ein neues Nacht wird Fund fotografiert an abgelöste Ginas, respektiv hat Isabel Zwick von den ja, greifvollen Nächten oder sonst bekannt oder bedrohte Nacht an der Brutzeit, gehen die automatisch geschützt, an dem Platz nicht für jede Rinze gesehen hast. Kann ich das so ausstellen? Also gehen vom natürlich selber hier gesehen, achten, getaggt als gefährdet. Zum Beispiel die Rotmilan. Und sobald du eine Beobachtung abgelöst hast, ist die genaue Koordinate nicht visibel für Schiederin. Für den, den es abgelöst hat, ist natürlich visibel, wenn er sich angelockt hat, dann sagt er, wenn die anderen, die kriegen an sich ein Quadrat angewiesen und ist die random Punkte dran. Und da steht auch halt die Do 8 als gekennzeichnet, als gefährdet, sodass du nicht die genaue Donne gewiesen können gehen. Das ist aber auch so visibel für jeden oder erkenntlich für jeden, den drauf lädt. Also am Fall gesagt, dass ihn etwas nicht kennt oder weiß, ob er eine Art effektiv gefährdet ist oder nicht. Das soll mal leihen und die fotografiert effektiv rein zufällig ein Uhu-Nasch. Man lädt da drauf und das geht tatsächlich dann als Uhu-Nasch identifiziert. Geht das dann effektiv dann noch von ihm selber muss nicht ausstellen oder hast du effektiv dann... Also du vom System aus sind du achten, die so getaggt sind und du geht dann automatisch. Ja. Und wenn du siehst, die Schüler nach richtig Anschluss gesehen und ist in der Meinung, das muss auch noch verstoppt gehen, da muss ich eben manuell noch ein verstoppen, mehr für ein Lösch von achten, als das eben schon vier definiert. Und du wirst mir von Müsi auch noch ein mehr drauf schaffen, in der nächsten Zeit für die achten noch up to date zu halten und zu gucken, dass du alles dran hast. Genau. Also wir hatten noch bei der Zentrale Ornithologie, also geht das, du hast sicherlich mit dem Ornithor, mit dem Naturalist geschafft, geht dann nicht mit meinem Naturalist, aber wir hatten noch Martine Rückspruch geholt und wir hatten getestet dann effektiv sensibel Fullenarten zum Beispiel, sind automatisch gegröbert. Also die muss ich gar nicht mehr machen. Das ist, wie man nur ein bisschen Gesicht und das ist aufgefallen, dass sie in Steinpilzen halt vergröbert wird. Die wollten natürlich nicht, dass andere Leute in der Blöcke gehen. Nee, bon, ökologisch gesehen wäre das kein so ein Drama, aber ich verstehe nicht mehr von der Frage. Ja, das für das, das hier selber nächstes Jahr ein Rümpfentext wahrscheinlich. Voilà, ja. Maja, und du warst nach zwei, dreimal aus der Remark auch Rümpfen. Ich meine, kann ich ganz gerne ein Kredit hinweisen, dass ich nicht um Terrain selber direkt in Donne muss angehen,
Aber da sind da eben noch Aro daheim an der Vorteil respektiv dann eben noch für den Computer, Desktop selber kann da machen, wo sich dann die Zeit dann noch kann holen, Batterie an Wi-Fi hört, so viel wie ihr will. Heiner Reng froh vom Sven Wagner. Kann ihn dann als normalen Utilisateur aus dem Programm rausziehen, für beispielsweise ein universitäres Monitoring-Projekt von einer Art oder Ähnlichem zu machen? Ja, also ich kann so gespannt gehen, die sich filtern und du kannst ihn dann rufladen. Die können einen avanciert sich machen, die wollen nicht mehr eine gewisse Art, nicht mehr, wenn sie validieren das, vielleicht nicht mehr einen gewissen Zeitraum, und dann können die also in Excel-Fische rufladen. Wenn du wirklich viel Donne sehen aus der ganzen Welt, dann dauert das natürlich extrem lang und kann ich noch nicht an einer Kehr alle Donne rufen von der ganzen Welt. Aber in Lützburg sind wir eigentlich schon nicht auf dem Niveau, dass wir da Probleme kriegen. Mhm. Ja, genau. Aber natürlich, wenn die Sachen nur vergröbert sind oder ein gefährdet Art, dann können die nicht einfach dort genau Donne rufen. Also die sind trotzdem noch immer verstopft. Du hast es ja dann noch möglich, für den Observateur zu kontaktieren und so habe ich schon den an dem Projekt. Und dann erklärt ihn dem, wer den damit möcht, an einer wenigen Kontranten und so weiter, wann ihn das dann genau braucht. Da kann den Utilisateur eigentlich gehen oder eben den Notes, also den Gestionär von den Donnen, kann du vielleicht über eine Konvention oder so die Donnen dann rübergehen. Mit das nicht, wie wenn die irgendwie einfach so Kinder rausgesuckelt gehen am Rängen, wenn sie vergröbert müssten sind. Nicht die Base-Leute, die wollen holen, eher klauen oder was weiß ich, dass die das oder Arnika plicken oder so, dass die einfach nicht mehr ihren Zugang haben. Mhm. Ein Froh nach von der Madame Marianne Kolmösch. Gindonien aus dem iNaturalist auch an den Ornithom hat abgeholt. Also ich fleiße ja die Datenbank vom Musee, als du bekannt, ob sie auch an den Ornithom hat abfließen. Nein, also die vom Ornitho auch von meinem Naturalist fließen an die vom Musee. Weil der Musee hat einen Auftrag für die Biodiversitätsdonne in Lützburg zu konservieren und zu gerieren. Das heißt, sie kommen alle gut auf der Säbestadtplatz raus. Wir müssen auch noch gegenseitig mit ihnen zu vertauschen. Schließen, ob das ganz sinnvoll wäre. Das heißt aber nicht, dass zum Beispiel ein Zentralornithologik oder ein Entomolog oder wie auch immer, jemand mit einer anderen Datenbank schafft, sich nicht heute Donne kann sicher kommen. Also das geht. Mhm. Fehlen Parkbeam innert den Begriff Cultivated. Froh von Stephanie Bettel. Zum Teil, die ja Beam ugepflanzt, Deals sind sie Wildwuchs. Also, ich würde die Frau durch und die Polen nicht schon lange diskutiert und geht da vorhin hin und her diskutiert und das effektiv nicht evident. Also, ein ungesehnter Wiss, aus das ein Wildwuchs oder nicht, aus Geranien und Blumenbippe sind wir sehen, dass die jetzt nicht sind, mehr effektiv der Baum lernt Stroß oder du baust in einem Park. Geht im Prinzip nicht als Captive Cultivated ungemerkt Kinder aber. Also du kannst Purist sein, mehr oder Männer, mehr, das ist eine Diskussion, die ist ein bisschen never ending. Das andere, dass es steht, du baust und tut mit der Natur direkt Interaktion. Paul, ja, voilà, wir haben. Also, ja, tankt da vielleicht auch vielleicht von den achten Ofen. Wenn das ganz exotisch ist, dann hast du natürlich ein Interesse. Da drohen mehr groß, wenn die einzig vierkommen als Lützburg, also die anderen sind aus Südamerika. Dann hast du halt schon ein bisschen etwas Komisches. Wenn du achte sind, die sowieso als Lützburg vierkommen und die dann eben in einem Park gepflanzt sind, dann ist es wohl nicht so dramatisch, wenn die nicht gekennzeichnet sind. Mhm. Ja, also eigentlich. Nee, das ist ein groß Grozone. Wo der Lang dann da nicht abhält, das kann auch nicht mehr, denn du hast viel gesagt, selbst als im Zoo ausgelaufen, weil das halt, wenn der Klang vielleicht noch kein Nasch gemacht hat, dann kein Klang da hat, das halt noch captive oder das halt schon hat sich etabliert, also du hast den Übergang ziemlich fließend. Mhm. Einer mal ein technisch froh. Von der Madame Kolmösch. Meine App verleiht regelmäßig Fotos um Computer, sie selber nach, als das zu korrigieren. Ähm,
Also wenn zum Computer, also wenn der ist anloggt, also da um Account sind, da sind sie auf jeden Fall gespeichert. Also da sind sie nicht verloren. Es kann nur sein, denke ich, müsste aus der App ausloggen oder anloggen und dann gehen da unserem Neugel geladen. Also wenn ich wirklich ausloggt, dann gehen dann sich all die Sachen, die zwischengespeichert sind am Handy fort und dann logge ich mich rum an und dann sukultiere ich denke, alles vom Webruf. Also ich denke, dass vielleicht da das, wenn er so sie sind um, also wenn er meint, sie sind um Computer, wenn er da meint, sie sind an ihrem Portal, an ihrem Account dran, da sind sie nicht verloren, also sind sie da und da sollten so rum ein Kerl zurück an DAP kommen. Mhm. Du hast für du noch ein Ding im Deal nach du von der Geschwäde, die befunden in der Schäder zwischen iOS und dann Android. Mhm. Dass iOS permanent hinter dem Android eben eigentlich hinkt. Was leidet das? Dass du effektiv nur tatsächlich Developeuren echt denken um Android ja auch schaffen. Mhm. Also ich fand eh ganz großen Handicap, dass das auf jeden Fall das, was iOS so geht, also schaffen du mal, dass das auch Spruch schon mein Smartphone also bänglich angestellt. Und ja, also das aber so, dass mein Kenntnis von englischen Deren nimmt sich aber relativ, oder Pflanzen nehmen natürlich ganz starke Grenzen halt. Und er wird mein Naturalist automatisch auf Englisch zugewiesen gehen und ich kann dort Spruch selber nicht ändern. Hast du dir bekannt, dass du und dem Problem sollt geschafft gehen? Ich gehe so, dass er denken könnte, mit den nehmen. Also ich gesagt, ich immer am Forum sind Leute, die das frohen, aber wenn der eine oder andere Lust hat, kann ich ja vielleicht auch da ummelden und dann auch mal denken, da so, weil natürlich mehr Leute das fordern, was dann auch vielleicht gemacht wird. Mhm. Weil du iOS immer so viel haben drin hast, ganz genau wie ich doch nicht. Ich meine, dass vielleicht ja, ein Developer fehlt oder dass vielleicht mich schwerer zu developieren dafür. Ich weiß, dass Apple auch ein bisschen mehr strenger ist, was Apple angeht, dass du vielleicht nicht so einfach ist, immer Updaten zu machen. Ganz genau wie sich das leider auch nicht. Ich gehe nicht direkt ein neu froh, die Rack könnt. Dann komme ich aber mit traditionell, die ich bei so einer Rackes-Gestaltung von unseren Konferenzen und Serie heißt ja, trefft Naturalisten. Die zwei sind Naturalisten. Na ja, wie geht der Naturalist? Was das Passion und was hat die Passion ausgelöst? Komm, ich fange mal einfach bei der Madame Moon, Sandra. Wie geht der Naturalist? Ich frage mich, ob ich nur nicht als Naturalist auf die Welt kennt. Das wird schon eine genetische Typ gemacht. Also als Kant gehst du raus, du spielst am Bulli, wenn der Gerät gegrüft wird, gehst du Würmer sammeln oder ja, wie auch immer. Und dann da bleibst du irgendwie du dabei und guckst Blieder und du guckst Blieden und da willst du wissen, was da drin ist. Also die vier wird dann die an die Faszination von den Sachen. Das war aber, ja, ich frage mich, wieso die Leute nicht Naturalist. Wo ist denn kein Dad gefroht? Schreib mal dort. Cool. Das vielleicht Lust drin zu wissen, wer der besaß. Also so sind es auf jeden Fall zum Einnaturalist gehen, dass ich eben wollte wissen, was sind die Arten, die da unter mich sind, was sind die Pflanzen, die Tieren. Und ich bin eben kein Biologe. Natürlich, wir sind da Depp entdeckt, okay, die kann mir helfen, rauszufinden, was schon da gesehen und dann noch zusammenhängen, mal zu gucken, wo könnte ich 8-4, ist das vielleicht etwas, was um Lützburg, vielleicht um die nördliche Grenze von der Erde und vielleicht auch ein paar Jahre, also auch am Eisleck zu finden, so ein bisschen zusammenhängen, dort zu gesehen, dass das, was mich an den Sachen interessiert. Mir in dem Kontext auch vielleicht noch, du schaffst ja als Geolog oder ausgebildeter Geolog, was ja dann höchstwahrscheinlich auch ganz unter Geodiversität interessiert, geht es den ähnlichen Programm für dann zum Beispiel, wo ich da so sitze, noch zum Beispiel fotografieren zu müssen, wäre in aller Regel auch interessant, oder ein bisschen ein Subprogramm von einem Naturalist zu machen, wo ihn so selbst noch könnt dran abbauen. Ja, so geografisch, geologische Charakteristiken, das ist natürlich immer wichtig zu wissen. Ich kann nur nicht direkt ab, es eine App, die einen da hilft, so in die Richtung zu schaffen. Mehr, zum Beispiel die ganz viele Zitern, die sind, können definiert gehen, um ein Naturalist und da vielleicht mit einer anderen Datenbank verbunden gehen.
selbst die Wikidata zum Beispiel, da können Schutzgebiete definiert gehen und da kann ich dann weiter Charakteristiken von denen angehen, Kreis, Zusammenstellungen und so weiter. Also du kannst ihn zu Sachen verlinken, das wäre vielleicht so ein Approche für so Sachen. Gut. Simone, wirst du noch ein froh? Nee, ich meine, wir könnten zu Eise im froh kommen, nach mir noch ein Klang genau. Viel berät. Also ja, ist da noch mal vielmals merci, Sandra Pohl, für Abweisung an den iNaturalist, an ja, hoffen wir, dass vielleicht, ob die Weh auch gehen, wenn sie noch nicht da sind, und dann eben auch morgen an der Community gehen. Genau, an mir noch etwas Klänges präpariert. Patrick schaltet lo. Ja, ich muss schnell Druck kommen. Eine Sekunde. So ein bisschen vorher, nachher haben wir geduscht. Ja. Vierte, vierte Runde, no. Voilà. Ein guter Partizipant, wenn der Dorenke kennt, Robin, dann wird die Tab von iNaturalist in Zukunft dann nutzen, nachdem da eben noch das Konferenz da gelauscht hat, nee, das ist nicht Menges, nee, für Technik, mir zu komplizieren das, nee, das ist nicht für meinen Bereich gepasst. Ja, ich werde immer durchfangen, ja, ich nutze sie weiter bis lo, und ich werde sie noch mehr gezielt ersetzen. Ja. Ich notiere mir das mal ganz sehr. Ja, ich gesimmert. Ah, voilà, da sind noch. Wir konnten aber immer in 43% von den Leuten bewegen, so in Zukunft dann mehr anzusetzen. Das ist ja immer schon etwas Erfreuliches. Und Technik scheint definitiv noch kein Handicap zu sein, für nicht nur wollen anzusteuern. Ich fand da dem noch etwas ganz Positives. Voilà, ich meine dann noch von meiner Seite aus, ihr zwei, denke, ganz, ganz, ganz großen Merci für eure Präsentation. Heute Abend. Ich denke, all die Leute, die vielleicht auch in Zukunft frohen haben, was ein Naturalist angeht, einfach durch eine Zecken sich bei unserem Museum beim Pol zu melden, respektive auch über die E-Mail vom Naturmuseum, das ist muse-info@mnagent.lu. Wir gehen die Frage immer direkt an und die betreffenden Leute noch weiter, an die ich auch dann immer ganz sehr werten Antworten. Ein bisschen Reklam für uns nächst. Videokonferenzen wird ja noch eine Party an diesem halben Konfinement bleiben müssen. Du hast die nächste Konferenz an diesem Kader hier, also in den Videokonferenzen trefft Naturalisten, da das dann die über Dostrakoden mit Claude Meisch, all die Leute, die schon eine Chance hatten, den Claude Meisch zu sehen, wenn er bei den Kollaborateuren vom Museum Dostrakoden hat sie Muschelkrebse vorgestellt hat, also die Leute, die Muschelkrebse nicht kennen, keine Panik, mit dann den 18. Januar unbedingt eine Reinkehr aushalten, da das absolut der Wert. Nur so einer Konferenz sind auch erst dann Muschelkrebs ein absoluter Begriff. Denn Claude Meisch gehört ganz sicher weltweit zu den ganz großen Experten, was das der schon angeht. Dann am Kader von unserer Ausstellung, die im Moment am Museum läuft, also ich wiederhole ganz gerne, in der Strache auf Fett geschrieben, Museen sind ob. Contrairement zu dem, was verschiedene Pressemedien gemeldet haben, nee, Museen sind ob, normal ob, die können normal an Museen kommen. Also mir im Moment die Ausstellung Naturmuseum vom Dark to Light, Mineralien an Edelstein, absoluter Wert für ein Gelernt zu kommen. Und du hast da nur nach dem 12. Januar, da das dann dünnstes, Oves um 7 Uhr, wird dann der Kommissär von der Ausstellung, der Simon Philippot, von seinen Exkursionen, Terrans-Exkursionen an Brasilien berichten, wo ein viel von hört, Flottleute und interessante Leute kennengelernt hat. Schönes Material, auch kommt man da plötzlich bespringen, als ob es da wert für sich da dann einke unzumelden und anzuschalten. Voilà. Ich so nicht denke, für muss merci, dass das Novent dabei war. Und voilà, in dem Sinn, schöne Novent an schön feier dich und bis dann nächstes Jahr. Und gut rutscht dann noch bis dahin. Merci auch.